Ja, und damit herzlich willkommen zu Teil 2, Leute. Ihr habt es euch gewünscht und vielen, vielen Dank nochmal an euch für eure vielen Kommentare auch zu den Wünschen in Runde 2, 3, 4 und 5. Ich habe ganz, ganz viel gelesen. Sonax Brilliant Shine Detailer, Pullman Net Shield, auch Soft 99 Waterblock, Super Splash und darum geht's heute. Fuzzer Code 12M, alles was da dazu gehört. Ich werde das alles versuchen in die Videos mit einzubauen. Los geht's mit Runde 2. Soft 99 Waterblock, Super Splash für euch mal. Nach dem Sprühwachs wollte ich mal auf den Hartwachs wechseln und dann gehen wir wieder auf was Flüssiges. Wir wechseln mal so ein bisschen hin und her. Das Schöne ist, dieses Video geht heute nicht so lange wie Teil 1. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das hier zusammengemischt habe, schaut euch bitte Teil 1 an mit dem kleinen Measure Cap auf dem Gravity. Obendrauf kann man das super dosieren. 1 zu 80, 1 zu 40, 1 zu 10 und pur. Schaut euch gerne nochmal Teil 1 mit dem Synthetic Sprayvex an. Da seht ihr nochmal genau, wie wir hier vorgehen. Hier haben wir auch direkt jetzt das Soft 99 Waterblock Super Splash. Und ihr kennt ja, es gibt ja ganz, ganz viele Applicator dafür. Ich nutze heute mal hier so einen Mikrophaser Applicator Block in Grau Anthrazit. Der passt nicht ganz in die Dose rein, aber wir kommen hier schon sehr, sehr weit von der Fläche rein und können wunderbar das auftragen. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Los geht's. Wenn ihr so ein Wachs auftragt, dann natürlich einen passenden Applicator nutzen und dann schön in die Wachsdose reingehen. Ich drücke den so leicht rein. 2, 3, 4 Mal hin und her. So, dass ihr merkt, okay, es ist dann wirklich auch Produkt auf der Oberfläche drauf. Und das sieht man bei diesen Applikatoren eigentlich ganz, ganz schwer. Deswegen schaut doch, dass ihr das schön in einem Licht macht, aber bitte nicht in der prallen Sonne. Wachs auftragen, dann wischt man einmal so über den Lack, schaut ein bisschen gegen das Licht und dann sieht man schon, dass hier so ein schöner Wachsfilm drauf ist. Und jetzt kann man das erstmal ganz entspannt hier in Längsrichtung verteilen. Manchmal merkt man auch, okay, kommt nicht mehr so viel Wachs aus dem Applicator raus. Dann habt ihr vielleicht noch nicht genug im Applicator drin. Wichtig ist halt, nicht rauskratzen mit einer Schaufel, sondern wirklich schön gleichmäßig arbeiten. Und einfach nochmal testen, ob hier genug Wachs auf der Oberfläche drauf ist. Und dann verteile ich mir das hier. Erstmal halbe Motorhaube. Ich zeige das euch mal mit zwei verschiedenen Varianten. Ihr seht, ich verteile das einmal hier in Streifen und jetzt in diesen Kreisbahn. Damit kann man auch schön immer gegen das Licht schauen. Am besten, ihr habt das vielleicht irgendwo in der Garage, in einer kleinen Halle, so eine Lampe, damit ihr das genau sehen könnt. Oder nutzt vielleicht eine Detailing-Lampe oder eine Stirnlampe. Geht auch sehr, sehr gut. Falls ihr irgendwo das in einem schattigen Hof oder sowas macht, bitte nicht bei 38 Grad in der prallen Sonne. Lack ist 70 Grad, 80 Grad heiß, dann bitte nicht machen. So, jetzt haben wir das einmal quer verteilt. Und jetzt gehen wir immer noch mit dieser Wachsseite einfach in Längsrichtung schön gleichmäßig drüber. Ich zeige euch das auch gleich nochmal hier von meiner Position aus, wie das Endergebnis aussieht beim Auftragen. Und hier kann man das auch nochmal mit einer anderen Technik machen. Einfach hier querstreifen, immer in Längsbahn. Aber hier braucht ihr auf jeden Fall auch immer gutes Licht, um das schön zu sehen. Ich zeige euch gleich mal auch das hier nochmal in der Nahaufnahme. Hier schön immer beim Licht und schauen, ob man das schön hier drauf hat. Perfekt. So, nochmal die Mitte kontrollieren und jetzt einfach in Längsrichtung. Schön verteilen. Also wichtig ist der Abschluss, dass ihr wirklich genau schaut, dass ihr alles gleichmäßig verteilt habt. Und es geht sehr, sehr schön. Wir haben uns ungefähr 10 Grad, aber die Sonne lacht schon hier, aber wir haben leichten Wind. Das heißt, das Wachs braucht auch hier keine 20 Minuten zum Ablüften. Schauen wir mal aus der Nähe. So, jetzt sieht man das auch nochmal schön. Diese Längsbahnen und das Ganze auch schön gleichmäßig verteilt. Wie gesagt, geht auch nochmal die Kanten ein bisschen mit ab. Man sieht es hier oben nochmal schön, dass wir bis hierher diese Längsreflexion haben. Und hier oben hört das auf, weil wir dann einfach nochmal die Kante abgewischt haben. Also sehr, sehr schön deckender Film. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein, aber das sollte gut funktionieren. Schön gleichmäßig. Und Soft 99, ich habe nochmal auf der Dose nachgeschaut, sagt selbst, da gibt es keine so richtige Zeit, die man jetzt hier beachten kann und muss. Also es soll dann so leicht weiß auskreiden. Das merkt ihr aber einfach, wenn ihr mit dem Tuch dann mal drüber geht, dass es sich wie Staub von der Oberfläche runterpolieren lässt. Wenn ihr jetzt mit dem Tuch drauf geht, merkt ihr noch, das ist sehr ölig, dann ist es noch viel zu zeitig, das Wachs runterzunehmen. Und das kommt auch ein bisschen darauf an, wie ihr hier beim Auftrag umgegangen seid. Wenn ihr viel, viel Produkt drauflegt, braucht das natürlich deutlich länger, bis es wirklich, also mal abgetrocknet ist und dass es auch fertig ist zum Auspolieren. Wenn ihr natürlich nur einen sehr dünnen Wachsfilm drauf macht, weil das vielleicht mit Maschine auftragt, dann könnt ihr euch A, jede Menge Produkt sparen und B, ist natürlich die Abluftzeit auch viel kürzer, weil die Schichtdicke sehr, sehr viel geringer ist.
So, los geht's. 4 Minuten sind vorbei. Nach 2 Minuten war das mir noch nicht trocken genug. Aber ich denke mal, jetzt soll es auch soweit sein. Und zum Wachsthema ausprobieren. Einfach mal mit dem Tuch hier auf die Oberfläche raufgehen. Oh ja, das hat sehr, sehr schön geklappt. So, irgendwann wird der Punkt sein, dass ihr das auch über die Kamera gut seht. Ich poliere es aber einfach gleichmäßig, einfach mal alles gleich aus. Direkt mit einer Tuchseite. Ich nehme das Tuch mal doppelt. Ihr könnt es auch einlagig nutzen. Gleichmäßiger Druck, immer schön konstant draufbleiben, übers Licht so ein bisschen gegen die Reflexion schauen, ob das sich gut auspolieren lässt. Und das lässt sich sehr, sehr gut auspolieren. Schaut mal hier. Also von meiner Position aus sieht es sehr schön klar aus. Überhaupt keine Schlieren. Schauen wir bei euch auf die Kamera. Boah, wow. Jetzt haben wir die andere Seite noch. Auch hier, selbe Tuchseite. Kreisende Bewegung. Flache Hand, Tuch drüber rutschen lassen. Wenn sich ein Wachs so auspolieren lässt, dann ist es wirklich, hat alles wirklich sehr gut geklappt. Also wer jetzt hier noch so einen richtigen Schmierfilm hin und her schiebt und immer wieder so Schleier auf dem Lack hat bei den Lampen in der Reflexion auf dem Lack, dann konnte das Wachs nicht lange genug ablüften. Und seht ihr das? Super easy einfach. Und man merkt auch direkt, wie so eine Wachsschicht drauf ist. Und ich schaue mal bei euch mit. Ja, das sieht doch top aus. Und jetzt gehe ich nochmal auf eine andere Seite. Ich drehe mal das Tuch. Und jetzt ohne großen Druck einfach nochmal drüber fahren. Nochmal so ein bisschen gegen das Licht schauen. Sehen wir noch irgendwelche Stellen, wo noch Wachsschlieren sind. Ansonsten nicht unnötig hier draufdrücken, draufreiben. Sondern wir wollen ja die Wachsschicht nicht irgendwie nochmal zusätzlich belasten jetzt schon. Die können ja noch nicht richtig aushärten. Ganz entspannt. Alles nachkontrollieren und dann fertig. Super Splash drauf. Lasse ich es mindestens 12 Stunden hier drauf. 24 Stunden wollte ich nicht warten, weil 12 Stunden habe ich, also meine Erfahrung mit dem Super Splash, nach 6 Stunden könnt ihr damit auch schon draußen rumfahren. Und nach 12 Stunden könnt ihr auch schon waschen. Wenn ihr das unbedingt wollt, macht keinen Sinn, Leute. Ganz klar, 12 Stunden Wachs waschen, beziehungsweise die Fahrzeugoberfläche macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, richtig. Aber da habe ich schon gemerkt, dass die Stabilität da ist. Also 12 Stunden und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, dann sind wir wieder zurück. Es hat doch funktioniert, 24 Stunden später. Ich habe gerade das Klebeband aufgeklebt. Schön ist anders, funktionieren muss es. So sieht's aus. Und jetzt legen wir mal los hier wieder mit unseren 4 Kandidaten. 1 zu 80, 1 zu 40, 1 zu 10 und pur. Was natürlich absolut übertrieben ist. Aber ich bin gespannt, wie sich das Super Splash schlägt. 1 zu 10. Pur. 2 Minuten wieder. So, nebenbei noch ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir fangen wieder mit der linken Seite an. Ich bin echt gespannt. Das wird super spannend. Los geht's. Also hier 1 zu 80 kein Problem. Spülen wir mal 1 zu 40 ab. Geht eigentlich auch soweit klar. So ein bisschen hat es hier oben schon angeknackt bei 1 zu 40. Gucken wir mal hier. Bei 1 zu 10. Okay, hier sehen wir auf jeden Fall schon einen Unterschied. Und gehen wir mal bei pur hin. Okay, deutlich. Deutlicher Unterschied. In vielerlei Hinsicht mega, mega spannend. 1 zu 80 als Insektenentferner, finde ich, geht definitiv noch klar. 1 zu 40 hier. Auch hier, das sieht immer noch aus, also wenn, es gibt die Sprühversiegelung, ich erinnere euch mal an das G-Technik, das sieht nicht mal so aus, wenn es frisch aufgetragen ist. Also das ist mal so als Unterschied, was das Abhellverhalten angeht. Aber wir sehen auch von der Tropfenform nicht mehr so 100% optimal. Gucken wir mal hier.
Da sieht man es deutlich. Das braucht deutlich länger bei 1 zu 10. Und 1 zu 10 ist ja schon sehr, sehr stark. Also wenn ihr hier einen Supersplash auf dem Lack habt und sagt, ich will jetzt eine Grundreinigung machen, dann ist 1 zu 10, denke ich mal, schon. Und dann jetzt, sagen wir mal, kommt ja noch der Waschhandschuh danach. Ich denke mal, hier wird 1 zu 10 schon ausreichen. Aber beim Synthetic Spraywax hat das deutlich besser ausgesehen. Gucken wir nochmal pur. Ja, da sieht man schon. Also pur das Supersplash mag es gar nicht. Und das ist ja auch super. Und deswegen machen wir diesen Test. Und Leute, trotzdem bleibt das Supersplash eins meiner absoluten Lieblingswachse. Aber ihr müsst halt aufpassen, wenn ihr in einem Gebiet unterwegs seid oder in einer Zeit, wo halt übelst viele Insekten auf euer Fahrzeug immer draufkommen oder ihr seid ein Langstreckenfahrer, dann zeigt dieser Test hier eindrucksvoll, dass ein Pastewax, und ich spreche jetzt mal im Groben und Ganzen über generell das Thema Pastewax, dass so ein Wachs vielleicht nicht die beste Wahl ist, wenn man viel mit Reinigern arbeiten muss. Und das zeigt das hier sehr, sehr schön. Ich mache das schön gleichmäßig und deckend, weil jetzt ist ja auch noch mit Wasser drauf, aber ich mache so viel Reiniger drauf, dass das auf jeden Fall 100% Kontakt hat hier. Wir warten wieder 2 Minuten und dann schauen wir uns die einzelnen Bereiche an. Also ich glaube, das Supersplash hat das gar nicht gut gefunden. Nach der zweiten Runde ist es dann wirklich hier dann runter. Gucken wir mal, wie wir 1 zu 10. Ja, nicht komplett runter, aber schon deutlich angegriffen. Ich denke mal so vielleicht noch 30%. Spielen wir die anderen beiden noch ab. Also das hat man ganz, ganz deutlich gesehen. Man sieht wunderbar diese Abstufung. Wirklich, also ich sage jetzt mal hier 0%. Ungefähr noch 30% vielleicht. Hier haben wir noch so um die 60% in die Richtung. Hier sind wir auf jeden Fall noch höher bei 70. Oder sagen wir mal, hier sind wir bei 50 und hier 60. Also ich kann es jetzt nicht messen, aber es ist so vom visuellen Eindruck her. Was sagt ihr? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare rein. Das war Runde 2. Wollen wir noch Runde 3 machen? Komm, im Schnelldurchlauf. Aber auch spannend zu sehen, also wenn ihr Wachsreste entfernen wollt. Und Leute, ich sage euch eins, wenn ihr mir jetzt hier mit einem Kanauba-Wachs ankommt, da kann ich euch jetzt schon sagen, so ein Showwax oder so, das bricht hier ruckzuck ein. Ihr könnt auch gerne mal ein Showwax oder so hier reinschreiben, das können wir gerne machen. Ich habe zwar vielleicht dann das Auto nicht mehr da, aber ich könnte es auch mit einem anderen Auto durchführen. Und wenn es mein Audi ist, oder ich hole mir mal noch eine Testhaube ran. Ich habe noch die rote Haube von dem Golf. Können wir es auch nochmal mitmachen. 2 Minuten, bis gleich. Gut, mal richtig ausführlich abgesprüht und 3 Runden sind vorbei. Wir nehmen das Klebeband mit runter. Also das ist auf jeden Fall noch da, aber nicht mehr auf dem Top-Niveau. Ich würde mal sagen, wie gesagt, 60% in dem Bereich bei 1 zu 80. Man sieht es immer schön beim ersten Abherzhalten sehr, sehr stark. Aber wenn dann so ein kleiner Wasserfilm kommt, dann fehlt einfach die hydrophobe Eigenschaft. Also sie ist immer noch sehr, sehr gut. Hier sieht man einfach mal schön, dass die Klebekante immer noch ein besseres Abherzhalten zeigt, aber durch den Klebstoff vom Klebeband natürlich auch angegriffen wurde. Ja,
Also hier ganz, ganz klar zu sehen. Ich glaube, klare Ergebnisse hätte man nicht bekommen können. Es war super zu sehen und auch nochmal schön die Abstufung, wunderbar. Und das Super Splash ist trotzdem noch eines meiner absoluten Favoritenwachse. Es lässt sich einfach super leicht auftragen. Es hat ein wunderschönes Abhärverhalten. Ihr dürft es halt nur nicht so stark quälen. Und wir haben es wirklich gequält hier auf unserer Folterbank. Und wir haben jetzt ein Produkt genutzt, vor allen Dingen pur. Völlig unrealistisch, Leute. Es ist ein Konzentrat. Bitte nutzt das nicht pur. Aber wir nehmen das immer so als Referenz, weil da will ich auch mal schauen, wie reagieren die Produkte wirklich auf so einen massiven Angriff. Und beim Super Splash hat man auch gut gesehen, da... Und natürlich auch bei 1:10, Leute. 1:10 ist eine absolut starke Variante, um wirklich eine Grundsauberkeit beim Auto herzustellen. Also wer da noch sagt, aber ich will aber, dass mein Produkt bei 1:10 standhält, wird sehr, sehr schwierig. Und zusätzlich natürlich, wenn wir jetzt noch mit dem Waschhandschuh drüber gehen würden oder wir sprühen das ein, strahlen es ab, dann ist das Wachs oder die Versiegelung generell schon sehr, sehr im Zwang. Und dann kommt noch mal so ein Waschhandschuh oben drüber. Eieiei, also... Vorsicht bei solchen Sachen. Wenn ihr diese Hartwachse nutzt, dann geht mit sanften Mitteln ran. Sucht euch vielleicht einen Insektenentferner, der ein bisschen milder ist. Aber man hat gut gesehen, 1:80 hält es auf jeden Fall durch. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich fahre jeden Samstag an die SB-Box und muss dann mit massiv Insektenentferner arbeiten, dann wird euch ein Hartwachs, egal ob es jetzt das Super Splash ist oder andere Wachse, das wird euch nicht lange zugute heißen. Das wird dann irgendwann sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Auftrag, weil das macht halt einfach auch einen großen Nachteil eines Pacewaxes aus, dass die chemische Stabilität und Resistenz natürlich nicht so groß ist. Aber trotzdem gibt es eine riesen Wachsgemeinde und eine Fangemeinde und die feiern solche Produkte. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, weil es lässt sich ja auch super leicht auftragen. Und wenn jemand von euch ein Fahrzeug hat, was er zum Beispiel im Monat so 1500 oder 1000 Kilometer bewegt als Zweitwagen und will einfach den richtig schönen Wachseffekt, der kann sich das natürlich holen. Wer sagt, ich fahre sehr, sehr viel, will was, was schnell geht, einfach und super resistent ist für das Verhältnis, was es mir auch bietet, dann ist man natürlich, wie wir im Teil 1 gesehen haben, beim Synthetic Spraywax oder bei einer Sprühversiegelung, die sehr gut ist, vielleicht sogar noch ein bisschen besser dran. Und deswegen gibt es diese verschiedenen Kategorien. Für jeden ist was dabei. Wer sagt, ich will eigentlich gar nicht so oft das Fahrzeug waschen, kann auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Der wird vielleicht mal zu einer Keramikversiegelung greifen und das sich auftragen lassen oder selber auftragen. Aber auch da mache ich euch noch eine schöne Videoreihe. Keramik ist nicht der heilige Gral. 100% nicht. Und ich zeige euch einfach warum. Und das wird auch nochmal der Test zeigen, hier werden wir mal eine drauf machen. Und wir werden das auch in anderen Videos noch sehen, dass das nicht immer das Beste ist. Und das sehen immer noch ganz, ganz viele falsch. Viele denken immer, ja, ich fange erstmal mit dem Wachs an, dann mache ich mal eine Sprühversiegelung, dann steigere ich mich mit Polymer. Und irgendwann bin ich oben im Himmel angekommen und mache mir eine Keramik aufs Auto. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für Anfragen bekomme. Ich habe das Problem, ich habe das, Sebastian, ich habe Keramik, ich habe Flecken, ich habe das, ich habe da irgendwelche Highspots, es perlt nicht mehr, bla 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 bla. Alles in Maßen. Und deswegen kommt auch dazu nochmal ein spannendes Video, habe ich euch nochmal ein bisschen jetzt hier gespoilert an der Stelle. Tja, eure Meinung zum Super Splash? Was sagt ihr zum Ergebnis? Ist es realistisch? Ist es, war das euch schon logisch, dass das passiert? Hättet ihr mehr erwartet? Wollt ihr noch ein anderes Pacewax sehen? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Nassversiegelung gucken wir uns noch an. Viele hatten auch Polymer Netshield gefragt. Sonax Ceramic Spray Versiegelung, Brilliant Shine Detailer, High-End Spraywax hatte ich gelesen. Schreibt nochmal eure Wünsche unten rein. Ich mag diese Reihe jetzt schon, weil wir schon allein nur die beiden Videos haben so einen wichtigen Inhalt und vermitteln so viel an Hintergrundinfos und auch mal eine realistische Einschätzung dieser Produkte. Obwohl es nur ein kleiner Test ist, man könnte noch ganz andere Sachen ausprobieren, aber dann brauche ich auf jeden Fall noch ein 10-Mann-Team, um das zeitlich für euch zu schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne hier einen Daumen nach oben nach da. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare rein oder direkt bei WhatsApp, bin ich jederzeit für euch erreichbar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich strip jetzt hier, also nicht ich, also ich strip jetzt hier die Haube und dann wird ein neues, frisches Produkt aufgetragen und mal schauen, was es wird. Schreibt mal eure Kommentare unten rein und eure Wünsche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.